Jasmin, das erste Spiel nach der Winterpause, starten die Rücksaison. Spiel gegen einen direkten Konkurrenten auf den Abstiegsplätzen. Wie bewertest du das Spiel heute? Ja, wir haben eine relativ kurze Vorbereitung bisher gehabt, sind 2 Wochen. Bin insgesamt trotzdem zufrieden, klar. Es war ein schweres Spiel. Dietlinger hat gut eingekauft in der Winterpause, sehr viele Spieler geholt. Wir haben sehr, sehr große Verletzungssorge zurzeit, eigentlich schon die ganze Runde. Bin deswegen mit dem 0-0 insgesamt zufrieden. In der ersten Halbzeit habe ich Dietlingen etwas dominanter gesehen, aber viel passiert ist meiner Meinung nach nicht. In der zweiten Halbzeit seid ihr aber oft zu hochkarätigen Chancen aus meinen Augen gekommen. Also ja, man könnte fast meinen, dass ihr den Sieg vielleicht ein bisschen verdient hättet, wie es sich so ist. Ja, das ist richtig so in dem Sinne. Die erste Halbzeit ging wirklich spielerisch an Dietlinger. War Gott sei Dank nicht so, dass da irgendwelche großartige Chancen entstanden sind. Wir haben sehr, sehr schwach nach vorne gespielt, sage ich mal. Insgesamt war es ein erwartet schweres Spiel, dass wir einfach auch diese Chance sehr, sehr schwer uns erarbeitet wäre. Zweite Halbzeit haben wir uns dann ein bisschen mehr vorgenommen, auch offensiv, gerade offensiv, haben dann wirklich gute Chancen gehabt, teilweise sehr gut pariert, teilweise einfach ja, vielleicht auch ein bisschen zu überhascht gewesen. Aber ja, die Parade vom Torwart 2-mal, gerade vor allem der Kopfball nach dem Freistoß, war natürlich überragend. Hat er sehr, sehr gut rausgeholt, da aus dem Winkel rauskratzt. Und den einen Nachschuss kurze Zeit später auch. Und dann halt noch, ja, einmal Platzfehler anscheinend laut unserem Stürmer, der dann quasi den Nachschuss, oder praktisch den Abpraller vom Torwart dann dementsprechend mit dem Kopf übers Tor köpft. Er hat gesagt, ja, der rutscht auf einmal auf die Seite rüber und dann hat er nicht recht einschätzen können. Schade, aber wie gesagt, trotzdem bin ich insgesamt trotzdem zufrieden. Du hast von den Schwierigkeiten in der Vorbereitung, in der Winterpause jetzt gesprochen. Ja, was meinst du, wird es euch die Rückrunde sehr schwer machen? Ihr habt ja ein schwieriges Programm vor euch, um die Klasse halten zu können. Ja, definitiv. War schon, wie gesagt, in der Vorrunde so. Wir haben allein schon 3 Kreuzbandverletzte. Das war relativ am Anfang der Runde schon, teilweise einer schon in der Vorbereitung. Die wäre auch diese Saison natürlich nicht mehr eingreifen. Und dann haben wir halt Probleme mit immer wieder mal da eine angeschlagen, Patty Merkel mit 40 Jahren, wo natürlich dann ja, einfach die Wehwehchen länger dauern, bis sie auskuriert sind. 2, 3 Studenten, die nicht da sind. Also das wird natürlich für uns in der Rückrunde nicht anders wie in der Vorrunde. Wir wären weiterhin mit 8, 9, 10 teilweise Spieler, die uns im ersten Mannschaftskader fehlen, wären wir weiterhin in der gleichen Situation sein. Gott sei Dank haben wir dann dementsprechend der zweite Mannschaft die Jungs, die dann auch immer wieder einspringen und ihre Sache wirklich richtig gut machen. Was gibt Grund zur Hoffnung? Was kann man an Positivem rausheben? Unsere Mentalität. Wir möchten einfach nicht absteigen. Wir werden da alles dafür tun. Wir haben es nicht so gemacht, dass wir da jetzt einen Haufen Geld in die Hand genommen haben und irgendwelche zusätzlichen Spieler dann verpflichtet haben, sondern wir möchten einfach mit unserer Qualität, mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit das Ganze in Zukunft oder in der hauptsächlich jetzt erstmal in der Rückrunde natürlich so gestalten, dass wir, und wenn es nachher knapp wird, einfach drinbleiben. Nach meinem Kenntnisstand steht noch nichts fest, was deine Zukunft über die Saison hinaus angeht. Gibt es da schon mehr, was du uns mitteilen kannst? Gab es schon Gespräche? Und ja, hast du Lust, auch noch länger Trainer bei Koschwa zu bleiben? Ja, definitiv habe ich Lust, länger bei Koschwa Trainer zu bleiben. Gespräche werden demnächst geführt werden. Da hat Thomas Tannhäuser, unser Sportvorstand, auch schon angekündigt, dass wir demnächst mal uns zusammensitzen und einfach mal über die Runde hinweg mal entscheiden, was wir machen werden. Jasmin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank auch. Sehr gerne.